So, wir sind jetzt 450 Kilometer gefahren, um ihn Can vorstellen zu können. Du siehst Can das erste Mal. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich verfolge Can schon lange und jetzt ist das erste Mal, dass ich ihn treffe. Boah, ich merke schon, du zitterst. Ja. Nicht zittern, nicht zittern. Nein. Can ist ganz entspannt. Er ist überhaupt nicht temperamentvoll. Er ist ein sehr ruhiger Mann. Er ist immer so ruhig. Weißt du, wie ich meine? Okay, wir gehen jetzt ins Lager rein und ich zeig dir ein bisschen die ganzen Sachen, weil ich kenne das alles schon. Okay, hereinspaziert, Alpe. Oh. Oh mein Gott. Das ist Cans Lager. Hier arbeitet er. Boah. Also damit du es verstehst, in diesem Raum befindet sich der R8. Kennst du diesen Wagen? Ja. Das ist sein R8. Ich weiß. Das ist sein Markenzeichen. Ja. Das ist Hakan. Stabil. Wenn er sauer ist, dann klatscht er ihn. Ich weiß, habe ich öfters gesehen. Das ist sein Streaming-Eck. Hier zockt er immer. Stabilität. Diese Ecke kennst du, oder? Da dreht er seine Podcasts. Sollen wir mal eine Podcast-Folge simulieren? Ja, okay. Okay, erzähl doch mal, Alper Abidjan, mit wie vielen Jahren hast du deine ersten Millionen gemacht? Mit 25. Wie hast du davor gelebt? Ich war sehr arm, ich hatte kein Geld, aber durch YouTube wurde ich sehr erfolgreich. Oh krass, ehrlich, das ist wirklich eine berührende Geschichte. Ja. Wir jetzt nochmal langsam hochkommen oder? Wann geht's hier los, Alter? Wer ist das denn da? Achso, ich dachte, das kommt mit rein, Leute. Das da muss ich dir gar nicht vorstellen. Ja. Das ist the fuck. Geht ein Fisch. Alles gut? Ja. Digga, hätte jemand mir gesagt, so mit 14 Jahren, dass du auf 3-4 großen YouTube-Kanälen einfach stattfinden darf, Digga, dann weiß ich auch nicht. Was geht? Wie heißt du? Bella, du bist der ältere Bruder. Wer bist du? 17, Digga, ist halt noch jung. Lasso, weißt du, was ich gedacht habe? Was? Du hast doch auch diese Jeffrey Epstein-Doku geguckt, oder? Ja, auf genau. Netflix. Ja. Was würden die beiden jetzt tun, wenn wir die hier einfach einsperren, zum Beispiel? Also, ja, Spaß, ja, Alter, was ich dir nicht gesagt habe, heute findet eine private Party statt. Nein, das ist voll Spaß. Ey, mit solchen was machen wir keine Scherze. Ey, Lars, du bist breit geworden, ne? Ja, ein bisschen. Ich habe Anabolika genommen. Alper Abidjan, kennst du diesen Raum Abidjan? Ja, normal. Stark Abidjan. Bist du nervös, Abidjan? Ja, sehr. Warum? Weiß nicht. Oder Lars ist doch viel krasser als ich. Du musst dich eigentlich mehr freuen, als mit Lars nicht, Bruder. Nee, anfangs war er bei mir auch nervös. Ehrlich, aber ja? Der wird sich dir öffnen. Nein, alles gut, setz dich mal hin. Hättest du gedacht, dass ich so klein bin wie du oder hast du mich ein bisschen größer eingeschätzt? Ja, ein bisschen größer. Ja, auf einmal Bock nicht mehr, ne? Mit mir zu sein, so. Okay, killer. So, wie war die Fahrt? Ja, war gut. Ja, habt ihr das jetzt hinbekommen? Hast du morgen keine Schule, Alter? Faschingsferien. Ach so, ich muss schon sagen. Ich dachte mir auch ganz kurz, habt ihr blau gemacht oder was? Und, bist du zum ersten Mal in NRW? Ja. Du bist nur in Stuttgart gewesen, wa? Mhm. Ja, bist du noch mal 14? Ja. Na, ich bin ein Opa. Alper, du bist die neue Generation. Würdest du Leute wie dich nicht gehen, dann würden wir keine Videos haben. Das ist dir schon bewusst, oder? Ja. An der Stelle, ihr habt es im Titel schon gelesen. Alper Abidjan, Traum wird wahr. Ist das dein Traum gewesen? Ja. Na, sag doch nein, Bruder, als ob das die Wahrheit ist. Ja. Du hast doch schon andere Träume. Das war echt Spaß, Bruder. Wir haben irgendwo nur ein Clickbait. Du entscheidest den Titel. Wie sollen wir das Video nennen? Irgendwas mit Alper Abidjan. Weiß nicht. Ja, lass mir das einfach, du bist kreativ. Ja, mir hat er erzählt, dass es sein Traum ist. Sein Lieblings-Twitch-Streamer. Ehrlich, ja? Wie guckst du noch so auf Twitch? Nur dich. Papa Platte schon. Papa Platte auch? Bombastic Side-Eye. Seit wann guckst du die Videos? Seitdem du FIFA 16 spielst. Oha, wie alt warst du da? 5? Gefühlt? Ja, ehrlich jetzt, ja? Geisteskrank. Und Lasu dann auch ein bisschen länger schon? Wahrscheinlich, ne? Ja, seitdem er Drake hat. 2018 war das. Okay. Ja. Alper, eigentlich habe ich erwartet, dass du jetzt rumspringst und nein, Digga, das wollen wir gar nicht. Ganz kurz, Digga, bevor ihr denkt, was das für ein cringes Video gerade. Ey, wir haben auf ein Video reagiert von Lasu, wo die beiden auf der Straße waren und ihr habt irgendwie spaßhalber am Ende des Videos gesagt, so, wenn Alper Abidjan 10.000 Abonnenten auf YouTube macht, dass ihr dann zu mir kommt oder dass ihr mich einlädt? Ja, genau. Und dann habe ich aus Gag, weil ich sowieso schon ein paar Tage nichts mehr hochgeladen habe, versucht auch mit den Likes und den Algorithmen wieder voranzukommen, so. Bruder, ich wollte 8.000 Likes haben, das Video, ich blende es mir eben ein. Ich glaube, es hat 14.000 Likes oder sowas. 130.000 Aufrufe. Alper, ist dir bewusst, dass du jetzt ein Star bist? Ja. Wir reisen um die Welt und kriegen nicht viele Likes, aber ihr wollt einen kleinen, jungen Döner essen sehen mit Can. Okay, ey, ich habe mir das Ganze so vorgestellt. Ich freue mich erstmal, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Jetzt mache ich wieder den Showman Can aus. Jetzt bin ich wieder Can Adam, mein Bruder. Freue mich, dass du auf jeden Fall da bist. Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, guck mal, ich lasse dich mal 14-Jährige aussprechen. Sag nochmal was anderes. Ich freue mich auch. Freut mich, dass es dich auch freut. Und ihr seid eine Bereicherung, Bruder. Egal, ob es Lasu ist, ob es du bist, das ist die neue Generation. Ihr guckt die Videos und du machst in den Videos mit. Das ist auch schön, weil so machst du auch Spaß zu gucken. Mhm. Es gibt so viele YouTube-Videos auf Deutschland, die ich mir geben kann, aber Bruder, du siehst ja, die Reaktion und die Aufrufe sind nicht so gut, wie wenn ihr beide dabei seid, weil es mir auch selber Spaß macht, verstehst du? Umso mehr freue ich mich auch für die Community, die auch für dich so einen Daumen hoch gedrückt haben. Bruder, ich hätte niemals gedacht, so früher haben mich diese Likes, Mikes und sowas nicht gejuckt gehabt. Ich sag's euch, wie es ist. Wir haben, keine Ahnung, Reisevlogs gedreht, die haben 40, 50.000 Likes gemacht, Food und haben 30.000 Likes gemacht. Und jetzt wollt ihr einfach als Community bestimmen, dass jemand hingekommen ist und ihr habt es geschafft. Deswegen Props erstmal an euch. Alper Abidjan.
Gym ist 4,5 Stunden mit Lars hergefahren, Digga. Deswegen, richtig stark. Ich freue mich extrem. Ich habe mir das so überlegt, in NRW esse ich sehr selten Döner, aber wenn ich einen esse, dann in Gelsenkirchen. Und den zeige ich euch morgen. Okay. Bevor wir das machen, habe ich mir gedacht, dass ich dich ein bisschen einkleide mit neuen Klamotten. Mit Jogger, Zipper und sowas, auch für deinen Bruder, wenn du das möchtest. Echt? Gute Idee. Kleiner Funfact. Er hat mir erzählt, er wollte sich Klamotten bestellen, aber sein Taschengeld hat nicht gereicht. Ja. Egal, brauchst kein Dein Taschengeld kannst du für dich behalten. Du bist gerade wie die YouTuber, die Penner ausnutzen auf der Straße für Bettler-Videos, damit die Videos viral gehen. So, du bist nur Mittel zum Zweck gerade, Alper, da hab ich jetzt. Aber ist gut. Hör zu, auf den zweiten Kanal kommen eigentlich nur Reaktionen online, aber irgendwie haben wir gerade Bock bekommen, mit Laso irgendwelche Leute auf unsere Kanäle zu lassen. Und deswegen Moviepark ist hier in der Nähe. Wenn ihr sehen wollt, wie Laso, Alper, der Abijim und ich in den Moviepark gehen, dann macht ihr die 30.000 Likes. Und das werdet ihr safe nicht schaffen, Digga. 8.000 auf 13.000, okay. Das schafft ihr hoffentlich nicht. Und wir gehen rüber in die andere Halle, okay? Okay. Komm. Angekommen in unserer Halle. Ich weiß, ihr habt sich oft genug gesehen. Okay. Brauchst du Jogginghosen? Brauchst du T-Shirts? Brauchst du Zipper? Brauchst du Hoodies? Was brauchst du? Weiß ich. Brauchst du alles? Ja, brauch ich. Okay, super. Ich habe auch das Video gesehen, wo du meintest, ich zieh breite Hosen und die Frauen haben sich trotzdem abgewimmelt, Alter. Was ist mit denen los? Ja. Die spielen nicht auf dein Level. Die sind auf Kokashem. Auf Kokashem? Was soll das? Was meint ihr damit? Ich hab keine Ahnung, Bro. Okay. Das ist die neue Generation, meine Damen und Herren. Kokashem? Ja. Und wie geht's weiter? Was ist das? Keine Ahnung, ein Lied, was Khidr mir gezeigt hat. Ah, okay. Du bist kein gutes Beispiel, Khidr. Ja. Das hat Lars mir aber gezeigt. Okay. An der Stelle, ich bin fast doppelt so alt wie die ganzen Jungs hier. Alles gut. Alla, Bruder. Wayne The Rock Johnson. Alla, SSIO. Der Pulli an. Boah, ich durchdrehe, Alter. So? Okay. Nein, sorry. Okay. So, Alper, Abijim. Nicht schlecht siehst du aus. Ja. Hast einen schönen Jogger an, mit unserem Logo hier. Hast einen schönen Zipper, den es nur am Black Friday gab. Kann man machen. Gib mal Hakan eine Schelle. Hart oder leicht? Mach ich aus manche. Vorhin hat auch Alper Abis Mutter angerufen und ich habe hier auch nochmal gesagt, ey, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, bei mir seid ihr in sicheren Händen, mir könnt ihr vertrauen, er wird sein eigenes Bett haben bei mir oben, er kann in meinem Bett schlafen, ich gehe sogar raus, ich schlafe im Hotel oder bei meiner Mutter, du passt auf die Wohnung auf. Ja. Ja, dann fahren wir mit meinem Auto zu mir und die fährt hinterher, würde ich sagen, ja? Hast du gehört, Alper? Yeah. Übernachtungsparty mit Jam Bro. Du schläfst in meinem Bett, Alper Abis, Jim. Oh. Ich hab vorhin davon schon drauf. Ich will dein Bett. Ja, riechen. Spüren Sie es schon, Mr. Krass? Höschenjagd. Jetzt auf die Höschenjagd, Digga. Ey, das ist alles nur Spaß, das ist alles Show, was wir machen. Wie fandest du den bisherigen Arbeitstag von mir? Ja, war sehr interessant und hat Spaß gemacht, zuzuhören. Okay, freut mich. Ich habe heute Alper ein bisschen Steuern beigebracht und ihm erklärt, dass ich in einer sehr gefickten Lage bin. Egal, wie Geld ein Mensch umsetzt, wir haben immer Struggles. Na, ist doch egal. Darauf scheißen wir. Wir gehen jetzt zu der Übernachtungsparty in meiner Wohnung. Zukasa ist Mikasa, hast du verstanden? Ja. Okay, bin im Evin Serien Instagram, haben guten Männers, dann sehen wir uns gleich in unserer Wohnung. Sie ist sehr dreckig. Die Jungs müssen gleich erstmal aufräumen. Weiß euch mal. Gut, dass ihr gekommen seid. Die Putzfrau war nicht da gestern. Ich sehe schon. Auf jeden Fall, Leute, wir sind gerade in der Wohnung angekommen und wir teilen uns gerade Nüsse. Ich und Laso essen Nüsse. Alper, willst du was von unseren Nüssen? Nein. Hast du Bock auf ein paar Nüsse? Nein? Okay. Und wie fühlt sich so in unserer Wohnung? Sehr wohl. Ja. Und eine Kollegin hat mir geschrieben. Okay. Die hat geschrieben, hey, wie geht's und so. Da habe ich geschrieben, ey, bin geschäftlich unterwegs, ich schreibe dir nachher. Also er hat schon mit 14 Kolleginnen, nicht mal so Freundin, ist eine Kollegin. Brauchst du ein paar Nüsse? Ja, nein, danke. Ich habe genügend Nüsse bekommen. Das kann man auch falsch machen. Schweitertag. So, Alper Abijim, du bist hergekommen, 450 satte und Scheibe Kilometer, um einen Döner mit mir zu essen. Ja. Ich werde dir jetzt meinen Lieblingsdöner zeigen in NRW, okay? Ja. Den esse ich sehr gerne, wenn ich einen Döner essen möchte, also sehr selten. Aber wenn ich einen esse, dann esse ich ihn hier. Das ist Artuklo in Gelsenkirchen. Grenzt an Gladbeck, ist von uns vielleicht 15 Minuten entfernt. Ist ein hausgemachter Spieß, ist 100% Yaprak-Döner. Ist auch wirklich sehr gut. Bin gespannt. Alper Abijim, guck mal, wir haben jetzt davor im Video sehr viel Spaß gemacht, bisschen entertained und so weiter und so fort. Mhm. Aber auch wenn ich ein YouTuber im Ruhestand bin, der keine vernünftigen Foodtour mehr dreht und eigentlich nichts mehr hochlädt, ist unsere Meinung, was das Essen angeht, immer noch wichtig. Ja. Okay, deswegen würde ich sagen, wir gehen das Ganze jetzt seriös an und testen den Döner und sagen auch unsere ehrliche Meinung. Okay. Du bist gut. Ja, ein ehrlicher Mann, Alper, ja, wie oder? Ja, immer. Wir beide. Genau. Genau. So, wir sind jetzt vom Laden. Ihr könnt auch den Spieß schon mal sehen. Jungs, was sagt ihr zum Spieß? Ja. Sieht schon mal sehr gut aus, ja. Relativ dick. Ja? Dick wie meine Beine. Alper, was ist dir aufgefallen, als du die Werbung gelesen hast da drin oder die Speisekarte? Da steht Dönertasche drin. Ja, bei uns heißt es Dönertasche in NRW. Was? Wie heißt es denn bei euch? Döner. Bei uns heißt es Döner Eastback.
Nein, jetzt ohne Spaß, wer ist bei euch? Bei uns heißt das ganz normal Döner-Kebab. Döner-Kebab. Ja. Naja, es ist ein Döner in einer Brottasche. Aber es ist doch keine Tasche. So. Doch, da ist eine Tasche. Glaub mir. Ja, aber unter Tasche verstehe ich etwas, also ein Gefäß, wo man seine Bücher von der Schule zum Beispiel verstaut. Ja. Können wir jetzt den Döner essen? Ja. Okay, dann mal los. Kalfisch, die ersten Gedanken von dir zum Spieß? Ja, sehr dick. Wie ich schon vorhin, genau. Sehr saftig. Ja? Meinst du, er sieht saftig auch cool, wie er schneidet? Ich liebe Japrak. Japrak ist Lieblingsfleisch von mir. Japrak ohne P. Hey, entspann dich. Was hast du gesagt? Alles gut, nichts passiert. Alles gut. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Ich habe euch versprochen, einen guten Döner zu essen. Wir gucken uns noch mal im Detail an. Was sagt ihr zum Brot? Wie ist der in der Hand? Sieht es so die Standard aus? Wie auch immer. Ich würde sagen, Alper fängt an. Also gut, das Alper. Brot ist knusprig und das Fleisch sieht sehr saftig aus. Liegt gut in der Hand. Boah, also ich habe echt Hunger gerade, ohne Witz. Gestern haben wir noch so abgelaufene Chicken Wings gegessen, aber jetzt haben wir wirklich eine warme und gesunde Mahlzeit. Okay, Männer, ich würde sagen, wir machen jetzt allen den ersten Biss. Noch einen zweiten, also. Noch einen zweiten. Ich will, dass sich da alles vermischt. Okay, also du kannst gerne anfangen. Warte mal, ich will mal einfach nur das Fleisch so essen. Mhm. Mach das. Ohne Brot. Boah, ja, Mann. Ich kann nur eine Sache sagen. Ich habe leider einen Fehler gemacht, dass ich diese Tzatziki-Soße reingemacht habe. Das schmeckt zu intensiv. Du schmeckst dieses Fleisch nicht mehr so gut raus, verstehst du? Okay. Aber ich habe jetzt das Fleisch einfach so probiert. Boah, schmeckt richtig krass. Sehr, sehr frisch und qualitativ. Ich bin Lase derselben Meinung. Ich habe die Soße Tzatziki nicht genommen. Ich auch nicht an der Stelle. Weil ich wusste, dass es irgendwie den Geschmack ruinieren würde. Ich habe nur Cocktail genommen. Ein Schlauch, Mann. Genau, selbe Chance. Ist dir besser? Korrekt, dass ihr mich gewarnt habt. Dankeschön. Ich meinte, und du meinst, das ist Quatsch mit Soße, was ich dir sage, wie du es machen sollst. Nächstes Mal warne ich dich, tut mir leid, Lasi. Und weiter, ja, ist eigentlich ein guter Döner, kann man machen. Okay, er hat eine Tomatenfarm auf seinen Döner. Ihr seht, Leute, ich habe meinen schon fast weggefetzt. Ja, in NRW sind wir dafür bekannt, Cocktailsoßen zu nutzen. Die Berliner Leute werden jetzt einen Schock kriegen und sagen, was, Cocktailsoßen, Tzatziki? Ich verstehe euren Schmerz, deswegen esse ich auch in NRW sehr selten Döner. Aber wenn ich einen esse, esse ich den, weil sein Fleisch ist wirklich sehr gut. Ein hausgemachter Döner ist sehr wichtig. Ich meine die Qualität, der Geschmack. Und wie gesagt, einen guten Döner, einen guten Japlak-Döner brauchst du mit Soßen nicht verfälschen, weißt du, ich meine? Und das erkennt man meistens am Ende des Döners, wo sich der ganze Fett und dieses ganze Fleisch sammelt in einem Guss. Das ist meine Lieblingsstelle in dem Döner. Das meinte ich. Ohne Salat, wo die Soßen und das Fett sich schon so einmassiert haben. Weißt du, ich meine? Guck mal, die feiern eine Party hier drin. Weißt du, ich meine? Das sind die geilsten Stellen. Wenn ihr gleich bei diesen Stellen auch seid, werdet ihr mich verstehen, Jungs. Also jetzt ist diese ganze Tzatziki-Soße weg und jetzt schmeckt alles so richtig, also ganz anders. Boah. Es ist der beste NRW-Döner in meinen Augen. Kann ich nachvollziehen. Boah, Bruder. Du hast ja auch schon in sehr vielen Videos teilgenommen, hast auch sehr viel gegessen, hast auch einen Geschmack. Deine Meinung ist uns auch natürlich sehr wichtig. Erzähl mal. Mittlerweile habe ich schon sehr viele Döner gegessen, dank Laso und Jan auch. Und deswegen ist es schon wirklich einer der besseren in Deutschland. Ohne Spaß. Er ist wirklich sehr gut. Und es gab einen Dönerladen meiner Kindheit. Lustigerweise heißt er genauso wie Lasos Vater. Okay. Und ohne Spaß, wirklich. Wie heißt dein Vater? Ja, was Spaß. Ich sag offcam. Er weiß einfach nicht, wie sein Vater heißt. Aber gut, weiter. Der schmeckt 1:1 wie damals. Also erinnert mich voll. Der war ein Kind. 1:1 schmeckt ja so. Geil. Ich habe scharf und Cocktail genommen. Okay. Auf Alper seine Empfehlung. Alper, habe ich immer seine Empfehlung? Ist dein Döner scharf? Bist hart im Nehmen, mein Bruder. Wie gesagt, Leute, macht niemals den Fehler, wenn ihr Japlak-Döner essen geht, zu viele Soßen zu machen. Ihr müsst immer diesen eigenen Geschmack vom Fleisch schmecken. Boah, super, super. Die Fettsäcke unter euch werden es verstehen. Desto kleiner der Döner wird, desto mehr Fett sammelt sich in diesem Brot. Das ist unglaublich. Ich sag dir ehrlich, du hattest recht. Ohne Soße schmeckt es einfach viel besser. Ja, mein ich doch. Komplett ohne Soße. Alper Abidjan, wie sieht's bei dir aus? Mach mal einen saftigen bis jetzt, ja? So, ich bin mal gespannt. Ist gut? Wie hat euch der Döner gefallen? Er war sehr lecker. Ich würde hier nochmal hinkommen. Ehrlich? Du würdest nochmal 450 Kilometer hinfahren wegen einem Döner? Nein, aber wenn ich hier mal zu einem bestimmten anderen Ziel hinkomme, würde ich den nochmal probieren. Wenn du in NRW bist und das ist von dir jetzt nicht weit entfernt, beispielsweise, egal wo du in der Stadt bist hier, und das jetzt nur eine Stunde entfernt wäre, ja, oder 50 Minuten, würdest du dann hier essen wollen oder nicht? Ja. Ohne dich jetzt zu irritieren? Ja, würde ich. Ja. Weil mich fuckt das auch ab, wenn YouTuber sagen, das hat sich gelohnt, 500 Kilometer. Nein, nichts lohnt sich für 500 Kilometer. Selbst wenn John Cena da wäre, würde ich nicht 500 Kilometer hinfahren. So ein Ding ist also das. Du musst ja auch die Tankkosten berechnen, so. Du zahlst ja nicht nur den Döner, du zahlst ja auch Tank, verstehst du, ich meine? Genau. Ja, am Ende des Tages 100 Euro für einen Döner zu bezahlen, ja, nee, würde ich nicht machen. Lohnt sich natürlich nicht, aber an alle Leute aus NRW, mein Geheimtipp, sagen wir es mal. Sehr guter Döner. Hey, aber
jetzt mal auf mich. In diesem Video ging es um Alperabijim. Alperabijim, wie fandest du? Hat es Spaß gemacht? Ja, hat sehr Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Auch danke an Lado, dass er mich hier hingefahren hat. Ja, ich bin dein persönlicher Chauffeur. Nein. In Zukunft, egal wohin du gehen möchtest, ein Anruf und ich bin da. Das müsst ihr euch mal geben, Digga. Für ein Lech-Video ist Lado gerade wirklich, hat er sich 10 Stunden vorgenommen. Einmal hinzufahren und wieder zurückzufahren. Ja, aber das war ein Versprechen und das mussten wir halten. Das stimmt, ja. Ich dachte mir auch so, Lado, drauf, aber es hat so viele Likes gemacht, deswegen haben wir es gemacht für euch. Leute, bei 13.000 Likes auf dieses Video gehen wir drei in den Moviepark. Ich hoffe einfach, dass ihr die 13.000 Likes nicht voll macht und dann würde ich sagen, pass auf mich auf, wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Bitte macht die Likes nicht voll, ich will nicht wieder 450 Kilometer fahren. Bitte macht die Likes voll.